Weiter geht's hier an der NerdTech University, wo wir Porschologie und virtuelle Normalität lehren. Und ja, was soll man noch sagen? Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Studiengang. Ich habe sowas Ähnliches gemacht. Keine Ahnung, irgendwas habe ich studiert. Man wird es irgendwann mal herausfinden. Meine Urahnen werden es vielleicht in irgendwelchen Büchern. Ja, es gab früher mal vor der Zeiten von Handys. Das sind so Dinge, die da hat man Bäume getötet, hat daraus Blätter gemacht, hat sie bedruckt. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch. Ich weiß, in Zeiten von Handys. Aber das gab es damals wirklich. Und man hat daraus Bücher gemacht. Und ja, ich habe zu meiner Zeit diese Dinger wirklich gekauft. Ja, und habe sie dann beschrieben. Tja, krass. Und hier wird gelehrt, sie steht immer noch da, China, unsere neue Dozentin. Oh Gott. Wir können sie mal verfolgen. Guck mal, was sie macht. Erstmal ins Dozentenzimmer. Sie rennt erstmal voll durchs Zimmer. Und jetzt steht sie da und sie hat einen Dartpfeil geworfen. Okay, vielleicht könnte man auch hier ein bisschen mehr, was auch immer sie ein Problem hat. Gut, wir haben auf jeden Fall immer noch ein paar Mini-Probleme. Wir haben nämlich immer noch einen Wunsch, das ist die Bilanz. Es werden Donnerkugeln benötigt und eine Posterzelle. Die Posterzelle werden wir jetzt ablehnen und die Donnerkugeln, das werden wir denen jetzt mal bauen. Das kostet 30.000, da haben wir nur wahrlich, da haben wir wahrlich genug Geld. Und wir gucken mal, dass wir so eine Aufgabe mal abschalten. Ja, Kudosch-Punkte für mehr Kudosch-Punkte. Und das holen wir uns. Und dann werden wir mit dem Geld bitte einmal die Donnerkugeln freischalten. Zack. Jawohl. Die müssen, wenn ich richtig davon ausgehe, ist die Donnerkugel. Ist das eine Aufgabe für ihn hier? Und die sind hier. Da müssen wir auf jeden Fall diesen Raum ein bisschen umgestalten. Das heißt, wir setzen... Ja, wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir nur die hier umbauen. Wir bauen das hier mal fix um. Einmal dahin. Dann bitte einmal den verkaufen. Kaufen. Verkaufen. So, der Raum wird bitte... erweitert. Einmal da hinten hin. Mhm. So. Da gibt es jetzt die Tafel. Muss mal wieder anbringen. Die kann dann eigentlich... Ah, da rein. Ich möchte halt diesen Bereich hier jetzt nicht wegmachen. Und das auch nicht mehr großartig umbauen. Das fände ich ein bisschen... Weiß ich nicht. Ah, das... Das finde ich jetzt ein bisschen doof ansonsten. Wir bauen die mal an die Stirnseite hier. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Kugeln hier reinpassen. Das finde ich dann sogar so ganz schick in so einer abgetrennten Ecke. Ich denke, das kann man so akzeptieren. Jetzt gucken wir mal, ob wir die reinkriegen. Ich hoffe, das passt. Jawohl. Na bitchen. So, die gehen wahrscheinlich von hier rein. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen aufteilen. Also wir müssten eigentlich das Ding nach da bauen. Er kommt dahin. Mhm. Und dann gibt es ja auf jeden Fall noch ein paar Blümchen. Blümchen können nie schaden. Da gehen auf jeden Fall noch mal 3 Stück rein. Und wie ich finde, hier über dem Mülleimer sollte noch mal ein Plan vom Campus hängen. Das ist das Mindestmaß. Und ja, was machen wir hier hinten? Was passt denn da hinten hin? Auf jeden Fall ein Fenster. Können die Leute von draußen sehen, was wir machen. Das ist immer okay. Und wir hatten hier neben dem Fenster die DNA-Stränge gemacht, obwohl das thematisch nicht so gut passt. Da gibt es bessere Themen, aber das ist okay. Ich denke, das kann man so akzeptieren. Und dann machen wir hier mal weiter. Sehr schön. Wir sind auch gleich durch damit. Dann haben wir hier... noch das Thema abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, wie es mit den Studenten aussieht. Jawohl, guck mal, Kasten abgeschlossen. Sehr schön. Und ich hoffe, schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte
Ich konnte das hier halbwegs umgestalten, dass es halbwegs schön aussieht, dass man sich hier auch wohlfühlen würde, dass hier man sitzt. Ah, guck mal, genau so war das gedacht. So. Oh, sind wir schon fertig? Das Schuljahr ist vorbei und die Ergebnisse sind da. Die Jahresabschlussfeier beginnt in Kürze. Auszeichnung ansehen, Studiengänge verwalten. Nein, das machen wir nicht. Auszeichnung ansehen. Und wir haben 10 Abschlüsse. 0 wurden verwiesen, 0 sind durchgefallen. Prüfungsnotendurchschnitt 85% ist nicht ganz so gut. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber das sieht doch, wie ich finde, sehr gut aus. Das bedeutet, wir kriegen jetzt auch eine ganze Menge neue Leute. Und wie gesagt, das ist zumindest für diese Universität das Ende des Ganzen. Das bedeutet, wir gehen natürlich nicht zum Hauptmenü, sondern zur Karte, werden das hier natürlich speichern. Und dann gucken wir mal, was wir auf der Karte so Neues finden. So, dann schauen wir mal. Das ist die Nerd Tech University. Und wir haben natürlich noch eine weitere, die wir beackern können. Das ist die hier unten. Und das ist in einer Stadt. Wir können dann irgendwann hier oben noch weitergehen. Aber ich denke, die hier vorne, die haben wir ganz gut gemeistert. Denn ich würde gerne nochmal eine neue mit euch spielen. Und das ist die hier. Das ist die nächste Nerd Tech University. Wir haben noch 40 Kudosch-Punkte. Das ist unser Karrierelevel. Und Kredenze, preisgekrönte Speisen und Hilfkuni, Narik, Studenten und Studentinnen die Gefahren der gehobenen Küche zu verdauen. 250.000 Startkapital und da gehen wir mal rein. Und wenn das Spiel geladen ist, bin ich wieder für euch da. Menge dran, dass es sich dabei gar nicht um ein richtiges Feld handelt, wobei man bei all dem Gemüseanbau und dergleichen durchaus viel Zeit auf den Feldern verbringt. Ich will hoffen, dass die geistige Nahrung, die ich hier auf dem Präsentierteller serviere, auch auf fruchtbaren Boden fällt. Nun denn, es wird Zeit für etwas Musik. Der erste Gang. Willkommen in der Piazza. Habe ich Pizza gesagt? Oh Gott, Piazza La Nata. Wo es nicht nur malerische Plätze, sondern auch ein vorzügliches Plätzchen gibt. Die Studierenden wollen sich für diese für ihre Kochwettbewerbe bekannte Stadt beweisen. Doch beim Leben am Herd wird man häufig erst in viel Schweiß gebadet, ehe man die Früchte ernten kann. Werden sie unter dem Licht der Scheinwerfer eingehen oder entstehen im Druckkochtopf Diamanten? Gastronomie, jawohl, ist das cool. Und ich hoffe, dass wir auch diesen Studentinnen und Studentinnen hier entsprechend einen wunderbaren Studienabgang bereiten können. Die Namen habe ich mir nach wie vor notiert, die stehen auf meiner Liste und wenn ihr mir nicht böse seid, dann würde ich da auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen mit warten, bis ich sie auch in diese Universität wieder einbringe, damit wir hier auf jeden Fall ja, einfach jetzt erstmal in Ruhe Zeit haben, uns aufzubauen. Deswegen mache ich auch hier schon mal meine Kreuzchen weg und das wären Snow White, Navira, Rambo, Mr. De Graaf, Shaney Bruce, Rin Kurano natürlich, Dom und Sheena, die Mutter von Snow White and the Huntsman, hoffentlich nicht mit dem Huntsman verbandelt. Gut, wie dem auch sei. Hallöchen, ich bin DJ Simchef und ihr findest um ein Restaurant, Bar, Knocking, Knollen direkt hinter der Piazza La Nata. Das sieht schon extrem cool aus, muss man wirklich sagen. Da ist es. Beatrock. Ach nee, das ist noch was anderes. Was ist denn das leckere Schmuckstück? Ah, das sind alles noch Teile, die wir hier kaufen können. Oh, ist das mega. So richtig schön in der Innenstadt. Das ist ähnlich wie bei uns in der Stadt, wo ich studiert habe. Da sind die auch wirklich so in der Stadt verteilt und da müsst ihr mit Bussen zwischen den Campusgeländen hin und her fahren. Das war schon ziemlich cool. Das sieht, nein, nicht ganz so aus, aber schon irgendwie ähnlich. Mega cool. Jetzt bleiben wir wirklich mal dabei. Einmal weiter. Ich bin hier, um die Studierendenschaft einen leckeren Eintopf zu geben. Willkommen, danke. So. Tja, wir haben aktuell nichts. Wir gucken mal, was wir für Studiengänge haben. Das ist die Gastronomie. Jetzt checken wir mal ab, was wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich einmal 81.000. Kriegen wir eine herzhafte Küchenvorlesungssaal und einen Gastronomiedozent. Und jetzt wisst ihr, warum ich mir die Sachen hier noch ein bisschen aufgehoben habe. Damit hätten wir zumindest noch 50 Kudosch-Punkte, die wir hier nochmal machen können. Am Ende des Tages war es wahrscheinlich auch völlig überflüssig.
die eben gerade noch einzulösen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also Gastronomie ist ja auch ein bisschen was fürs Auge. Das sollte also möglichst symmetrisch aufgebaut sein, das Ganze. Wir haben ja hier ein sehr symmetrisches Gebäude. Wir haben aktuell nur einen Studiengang. Deswegen würde ich, wenn neue Studiengänge kommen, nach Möglichkeit die Gebäude so ein bisschen aufsplitten nach Studiengängen und die wirklich auch versuchen, möglichst symmetrisch aufzubauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil das natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, dass wir vielleicht so kleine verwinkelte Zimmer bauen werden, davon lieber zwei. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir bauen hier eine kleine Toilette und ein kleines Mini-Aufenthaltsräumchen für die Dozenten und hier auf der anderen Seite genauso, dass wir einfach das wirklich symmetrisch machen, damit das hier wirklich so ein bisschen mit dem Auge mitgeht. Oder hier hinten kommt eine Bibliothek rein, eine kleine mit einer Toilette und hier auch. Das weiß ich noch nicht, dass... Da gucken wir, das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. So, dann gehen wir einmal hier rein. Wir brauchen ein Wissenschaftslabor, das brauchen wir nicht. Ein Campusgelände, eine herzhafte Küche. Und da brauchen wir 6x6. Wow. Das ist schon heftig, ne? Das sind hier einmal 2. Das wäre also da. Und da. So, das ist die Mindestgröße. Dann brauchen wir hier nochmal... Das sind 6x6. Puh. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Das sind doch 6x6. Oder sind das jetzt 6 Einzelzimmer? Das ist natürlich ärgerlich. Sechs mal sechs. Boah, das ist aber schon heftig groß. Ich weiß gar nicht, wo wir das hier und... Also so richtig mit symmetrisch wird das hier nichts. Hallo Katze. Also ich bin ja nach wie vor der Hoffnung, dass wir das irgendwie symmetrisch aufbauen können. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht hier 5, 11, 11 ist mir zu viel, nur bei 10 auf 6. Dann sollten wir mal wirklich eine große Übungsküche hier reinbauen. Da brauchen wir noch eine ganze Menge Mauern und Dingens. Dann machen wir den Haupteingangsbereich, der kommt direkt hier mit ran. Und dann gucken wir, dass wir zwei kleine Vorlesungssäle bauen, einmal an der Seite und an der Seite. Gucken wir mal, ob die ausreichen, das werden wir dann sehen. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das hier vernünftig einrichten. Wir brauchen einen super Chef in der Mitte. Ach, du grüne Neun, ist das Ding groß. Eieieiei. Puh. Einmal dahin, dann können wir das Ding schon mal bauen. So. Dann sieht das zumindest schon mal ein bisschen hässlich aus. Gott, ist das grausig. So, also. Ein Mülleimer und ein Desinfektionsmittelspender. Und ich habe so die Befürchtung, dass wir das hier wahrscheinlich nicht symmetrisch hinkriegen. Was brauchen wir denn hier noch alles? Eine Kochstation, eine Spülstation, eine Rezeptstation und eine Schnibbelstation. Und ein Schrank mit Behältern. Ja, also ich würde sagen, wir versuchen das auf beiden Seiten jeweils einmal zu machen. Und dann gucken wir mal, dass wir das vernünftig hinkriegen. Also, was braucht man? Ein Schrank mit Behältern. Auf jeden Fall. Dann danach kommt eine Schnibbelstation, da schnibbelt man. Dann braucht man natürlich eine Kochstation und eine Spülstation und eine Rezeptstation. Die Rezeptstation würde ich gerne da hinsetzen, damit man beim Schnibbeln da einfach mal rüber gucken kann. Die Kochstation kommt dahin und die Spülstation kommt daneben. Jetzt haben wir hier ein paar Abstände, die mir nicht gefallen, die ich aber so nicht ändern kann. Das ist okay. So, dann kommt einmal dahin bitte ein Fenster. Das sieht doof aus. Das ist ein großes. Wir machen mal ein kleines. Das setzen wir einmal da mittig hinein. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir natürlich ein Blümchen. Einmal daneben. Ein Blümchen fehlt. Ich kann hier nie fehlen. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier einmal identisch auf der Seite aufbauen. Eine Koch... Ah, da haben wir vergessen, das nach hinten zu stellen. Einmal dahin. Dann kommt daneben bitte eine Schnibbelstation. Dann dreht man sich ab und an um und schaut nach dem Rezept und zupft sich hier vielleicht nochmal ein paar Kräuter ab. Deswegen, das ist für uns jetzt mal so eine Art Kräuterbeet oder sowas. Gucken wir mal, ob das da irgendwie, ob es hier vielleicht nochmal was anderes gibt. Dann haben wir natürlich noch was zum Kochen und natürlich was zum Spülen. So, dann gibt es auch noch ein Fensterchen in die Mitte. Auch das wird einmal mit Steuerung flexibel gemacht.
Und dann haben wir diese Sachen hier fertig. So, jetzt mal gucken, was wir noch machen. Das sieht ja schon mal maximal unschön aus. Also die Seiten hier gefallen mir mit dem großen Kochteil in der Mitte. Das ist soweit okay. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Aber wir bräuchten, also Teppiche finde ich uncool. Also auf jeden Fall so ein Ding hier drüber. Das geht da nicht. Dann hängen wir den mal ein bisschen weiter weg. Das ist ja der Campusplan. Das finde ich immer ganz gut. Das hat tatsächlich auch einen Grund, dass ich den über dem Mülleimer hänge. Denn was ist der Ort, wo ihr meistens mit Sicherheit hingeht bei einem Raum? Das ist der Mülleimer, weil man irgendwas hat, was man wegschmeißen will. Und da hängt dann der Campusplan. Das war bei uns in vielen Unis, die ich gesehen habe, so. Und ich fand das immer eine sehr gute Lösung. Aber mir fehlt wirklich noch irgendwas, was man hier vorne hinsetzen kann. Also noch einen Arbeitsplatz möchte ich hier nicht reinmachen. Das wird mir dann zu viel. Was man auf jeden Fall braucht, ist eine Handdesinfektion. Einmal damit hin. So. Und dann würde ich ja eigentlich auch noch Teppiche bauen, aber ich weiß nicht, ob Teppiche in der Küche wirklich das Richtige sind. Ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn da was runterfällt und sieht dann so verpekt aus und nee. Dann machen wir lieber vielleicht noch ein paar Blumen hier hin, auf die Seite. Und die haben für mich sogar einen speziellen Hintergrund. Das sind dann die Kräuterständer. Da kann man dann Basilikum, Oregano und was auch immer abzapfen. Und hier vorne in dem Bereich. Ah, schade, dass man hier nicht den Fußbodenbelag ändern kann. So, einmal das bitte. Das haben wir. Dann brauchen wir einmal ein paar Toiletten. Habe ich denn hier noch Toiletten gespeichert? Ich hoffe, ich habe die Räume von vorhin. Schlafsaal Nerd 1, genau. Den machen wir mal in die Ecke. Einmal dahin. Dann gibt es einmal den Schlafsaal Nerd 1. Können wir den drehen? Nee, ne? Das sieht natürlich jetzt alles andere als symmetrisch aus. Ah, ist das doof. Gibt es hier eine Spiegeln-Taste? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, schade. Dann bauen wir den trotzdem jetzt einmal dahin. Dann haben wir hier die entsprechenden Schlafsäle. Jetzt brauchen wir noch einen Vorlesungssaal, einen Gastronomiedozent. Wir sind hier noch nicht fertig, Leute. Also wollen wir natürlich auch noch vernünftig unser Räumchen einrichten. Und wir machen erstmal eine Toilette und natürlich auch noch eine Dusche. Das muss hier auch noch mit rein. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier reinkriegen. Dass wir vielleicht klein anfangen. Das ist die kleine in dem Fall. Ein kleines Badezimmer. Aber wir sollten wirklich gucken, dass wir dort zack jeweils eins machen. So, dann setzen wir hier 1, 2, 3 Kabinen hin. Dann gibt es dort ein Waschbecken. Desinfektionsmittel, Hände abtrocknen, ein Mülleimer. Gut. Das bauen wir auf der anderen Seite genauso auf. Das ist ja nichts Großartiges. Einmal bitte ein Badezimmer. Einmal dahin. Eins, zwei, drei. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es hier sowas wie eine Spiegelfunktion gibt bei den Räumen. Das würde mich mal interessieren. Denn ich würde wirklich gerne diesen einen Raum spiegeln, damit das einfach ein bisschen besser aussieht. Ah, ich brauche noch ein paar andere Räume. Da fehlt noch eine Tür. So. Toilette ist mir aber wirklich wichtig. Und jetzt gucken wir, was wir bei ihm hier sagen. Gastronomie, hier sollen nur die Frauen rein. Und das ist natürlich entsprechend auch nur, da können alle rein, aber nur eine Frauentoilette. Und hier dürfen bitte nur die Männer schlafen. Und das ist entsprechend auch nur eine Männertoilette. Gut, haben wir das?
Jetzt brauchen wir einen Vorlesungssaal und einen Gastronomiedozenten. Und wenn ich das so sehe, dann wird der Vorlesungssaal wahrscheinlich da reingehen. Und ich würde das gerne, wenn ich ehrlich bin, würde ich das gerne so platzieren, aber ich befürchte, das wird nicht passen. Einmal da hinten in die Ecke rein. Oh, doch, es passt. Oh, ist das cool. Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Fernseher hier hin. Das ist für mich wirklich so die Mindestausstattung. Der Raum, der beginnt dort. Da gibt es dann Desinfektionsmittel, Mülleimer und natürlich einen Plan. Hier vorne standen immer ein paar Blümchen, ein paar große. Und dann gucken wir mal, was wir hier hinbauen. Gibt es da nicht irgendwas Schickes? Irgendein Gebäude? Nee. 100 Kudosch-Punkte für so eine Palme? Nee. Gut, pass auf, dann machen wir das anders. Dann setzen wir das einfach symmetrisch in die Mitte. Dann ist gut. So, das geht nicht. Das müssen wir wieder verkaufen. Einmal den bitte in die Mitte. Den dahin. Dann gibt es hier an beiden Seiten noch ein Blümchen. Und dann sollte das passen. So, den haben wir auch. Der Vorlesungssaal ist fertig. Da müssen wir dann wirklich mit den Kudosch-Punkten in Zukunft mal gucken, dass wir den ein bisschen optimieren. Jetzt haben wir hier unseren schönen Schlafsaal, die mehr oder weniger hübsche Toilette. Bei der Toilette werden wir in den nächsten Folgen noch mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was verschönern. Das möchte ich jetzt aber nicht alles machen. Auch hier schreibt bitte mal eure Meinung rein. Das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man es besser machen könnte mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Wir könnten halt überlegen, ob wir wirklich hier gleich mal ein Upgrade machen. Ah, da haben wir nicht genug Punkte für. Wir könnten auch die virtuelle Normalität oder Forschologie mit reinnehmen. Nein, das geht nicht. Wir haben 20 Studiengangpunkte. Wir könnten das bestätigen. Da kriegen wir gleich ein paar mehr Bewerber. Die Frage ist, halten wir das von den Kapazitäten her aus? Müsste eigentlich. Ja, wir bestätigen das. Wir starten gleich mit Nummer 2 und den Leuten geht es nicht gut. Wahrscheinlich, weil es zu teuer ist. Aber wir haben ja jetzt 5 Leute mehr. Was ist denn, wenn wir dann die Preise auf 8.000 ändern? Sind wir in 1400 weniger, ne? Ja, so ein bisschen runtergehen können wir noch. Aber viel mehr nicht. Wir haben jetzt mehr Studenten, die bringen ein bisschen mehr in die Kasse rein. Da können wir zumindest die Kosten ein bisschen senken. Das sollte passen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir uns damit kostenmäßig nicht verkalkuliert haben. Jetzt brauchen wir natürlich Personal. Und das ist der Fred Green. Den schmeißen wir mal direkt bitte da hinein. Wir haben noch keine Bibliothek, die könnten wir dann vielleicht hier reinsetzen, dass wir die möglichst identisch groß machen, dass wir wirklich so eine kleine Bibliothek machen. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Assistenten, brauchen wir eigentlich nicht. Ein Hausmeister kriegt ständig Hunger, bewegt sich langsamer als der Durchschnitt, kriegt ständig Durst. Einmal dahin. Und was haben wir natürlich vergessen? Die wichtigsten Sachen, die haben wir natürlich, an die haben wir noch gar nicht gedacht. Nämlich. Ein Getränkeautomat. Das bauen wir, damit es halbwegs gleich aussieht, auch mal gleich 2 Stück auf. So, ein Wasserspender daneben. So, und daneben können Sie sich hinsetzen neben dem Wasserspender. So. Gut, das sieht halbwegs richtig aus, denke ich. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Folge ja starten. Nicht erfüllte Campus-Anforderungen. Moment, wir müssten doch alles. Ein Gastronomiedozent. Ach, 2 soll ich einstellen. Wie soll ich denn das machen? Ich habe doch hier erst in 9 Tagen einen neuen Bewerber. Echt, jetzt soll ich in 9 Tage warten? Boah. Okay, dann könnten wir mal überlegen, ob wir vielleicht noch
ein bisschen was bauen. Wir haben noch 113.000. Wir sollten für die Dozenten noch was bauen, aber ich denke, das machen wir dann im laufenden Betrieb. Ein Kaffeekiosk. Nee, also das machen wir erstmal nicht. Da müssen wir erstmal ein bisschen auch aufs Geld achten. Das will ich jetzt noch nicht alles machen. So, ein Gastronomiedozent. Gucken wir mal. Da haben wir jetzt Tony Mills, Neubewerber in 2 Tagen. So. Der hat natürlich. Oh, der ist natürlich gut, ne? Lässt Müll fallen, bewegt sich schneller. Körperhygiene ist gut. Dann nehmen wir ihn bitte. Tja, dann würde ich sagen. Können wir das jetzt eigentlich starten? Oder? Können wir starten? Doch, Daumen. Folge ja starten. Möchtest du das? Ja. Und auf geht's. So, jetzt kommen die Leute. Was fehlt natürlich ist... Natürlich möchtest du, dass deine Studierenden aufgehen, aber genau wie ein Teig werden sie dabei Hilfe brauchen. Und wenn unter meinem Köchen und Köchinnen jemand Hilfe braucht, schicke ich alle anderen nach Hause und rede extra langsam und laut mit den Personen. Ja, klasse. Das scheint vielleicht etwas extrem, aber so ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit kann viel erreichen. Ich würde dir empfehlen, ein Nachhilfezimmer zu bauen. Ah, wir haben ein Nachhilfezimmer, das gefällt mir. Das können wir machen. Das machen wir dann aber wirklich in der nächsten Folge. Dann gucken wir, dass wir hier in die Ecke eine Bibliothek machen. Anschließend ein Nachhilfezimmer. Und jetzt hoffen wir mal, dass hier irgendwann mal auch ein paar Studenten kommen. 13 Stück haben sich eingeschrieben. Und den 13 werden wir dann morgen beim Kochen zugucken. Hier bei uns in der NerdTech University, hier in dieser wunderschönen Stadt. Und da steht sie, unsere Kochuniversität, mittendrin, die Köche der Zukunft ausbildet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategiener. Ciao, ciao.